Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute kurz erklären, wie ihr ein Leck könnt überprüfen bei einer Waschmaschine. Und zwar hat die Waschmaschine eine Fehlermeldung drauf gehabt, dass der Sensor Wasser angezeigt hat, Druck auf den Leitungen. Und es war so, dass wir Wasser unten dran hatten, die Maschine, den Sensor, und sobald sie Wasser erkennt, gibt sie die Fehlermeldung. Wir haben das Ganze unten aufgeschraubt mit 4 Schrauben. Wir haben dann von unten gesehen, dass eigentlich die Nässe oder das Wasser oben müsste irgendwann mit auflaufen. Aus diesem Grund haben wir den Deckel oben abgenommen. Mit 2 Schrauben hier. Einfach das Ganze hinterher schieben und dann kann man den oberen Deckel abnehmen. Dann haben wir das Ganze eingeschaltet. Und beim Einschalten haben wir gesehen, dass hier auf dem Behälter eine Verletzung von dem Behälter ist und dort eigentlich das Wasser rausspritzt. Das haben wir jetzt mit dem Kunststoffkleber probiert auszuhärten. Das hat leider nicht geklappt. Und aus diesem Grund nehmen wir jetzt hier den Behälter und den ersetzen. Ich persönlich habe noch nie eine Waschmaschine repariert. Trotzdem Teile austauschen grundsätzlich kein Problem. Und darum mache ich das selber. Gleichzeitig, wenn ihr ein bisschen Handwerk geschickt sind, natürlich die Möglichkeit auch. Um den Behälter rauszunehmen, muss man da vorne 2 Schrauben lösen. Gleichzeitig natürlich alles, was angeschlossen ist, abhängen. Und dann kann man den schon bald rausziehen. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, gerne schreiben. Und sonst viel Spass beim selber machen.